Heute beginnen wir mit Sternzeichen Zwillinge und bevor wir anfangen, wir haben ein großes Papier und ich kann so ein Quader nehmen, Sie können Lineal nehmen und erstmal die Größe einrichten. Wie groß sollte eure Bild sein? Sie können natürlich auch Postkartenformat nehmen. Ich nehme das Format 14x14. So wird das Bild ungefähr aussehen, aber jedes Sternzeichen ist ein Unikat. Und ihr werdet sehen, das fließt so wie er wollte, aber wir mit unserer Hilfe ein bisschen. Und zuerst mit dem Bleistift zeichnen wir in die Mitte, so ziemlich mittig, den Element von Sternzeichen. Mit Bleistift vorzeichnen ungefähr. Der Sternzeichen Zwillinge hat so ein Element, das sind zwei Bogen, links und rechts. Und oben haben wir einen Bogen. Und das ist eigentlich praktisch in diesem Fall alles von unseren Zeichnung und danach geht die Reise mit dem Acrylfarbe. Konturen machen wir mit Acryl und der Rest mit Aquarellfarbe. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, finden Sie in der Beschreibung. Und jetzt fängt es so an, diese Farbe, bevor wir das rausnehmen, das ist wichtig, den muss man schütteln, weil die Pigmente, die setzen sich ab. Und das ist besser, wenn man das alles geschüttelt hat. Dann haben wir hier eine Pipette und wir malen am Anfang mit dieser Pipette. Wir machen, das ist hier der Kopf von einer Figur, bisschen größere Tropfen und nach unten leicht ziehen lassen. Bei anderer Seite machen wir genauso, das ist der Kopf von anderer Zwillingsfigur und der Element weiter nach oben lassen. Das ist praktisch alles, was wir brauchen. Scherz. Und dann brauchen wir eine Pusteröhrchen. Und je nachdem, wie das fließt, können wir dann entscheiden, was für Figur da entsteht. Man könnte von unten nach oben pusten, von Seite zu Seite. Und ich puste das von hier nach links, nach rechts, oben. Und wir gucken, was passiert. Wie ihr seht, dass unser Element wird ein bisschen verändert. Und bei der anderen Seite mache ich das ein bisschen anderes. Dann mache ich dann auch nach rechts. Und vielleicht ein bisschen auch, ne, ich lasse das so, ich mache jetzt ohne Röhrchen zum Beispiel, man kann auch nur so pusten. So, jetzt bin ich zufrieden mit den ersten. Was passiert danach? Danach nehme ich meine dünnere Pinsel und ein paar Tropfen von dieser Tusche auf die Palette. Weil danach malen wir die Konturen mit der Pinsel. Und der Sternzeichen Zwillinge, wie wir gesagt haben, das ist so diese zwei Elemente, die wollte ich jetzt noch betonen, weil wie wir sehen, die sind so ein bisschen anders jetzt geworden. Da würde ich das hier ein bisschen dicker machen, nach oben mit dünnerer Pinsel ein bisschen dünner. Ich verwende die Pinsel Nummer 1 und ich mag runde Pinsel. Aber das ist alles so Geschmackssache, das muss man so gucken. Und oben mache ich auch noch einen Bogen, das, wie ich das gezeichnet habe. Und wie machen wir das? Am Anfang, damit dieser schöne Bogen entsteht, sollten wir Pinsel ohne Druck auf das Blatt stellen. Und wenn wir zur Mitte kommen, ein bisschen drücken. Das heißt, leicht anfangen ohne Druck und dann ein bisschen drücken und dann loslassen. Und wenn ich so gucke, okay, wie kann ich das weitermachen? Das ist jetzt ein Kopf von meiner Figur. Die würde ich jetzt auch ein wenig größer machen. Und hier vielleicht eine kleine Schulter schaffen. Und so geht der Körper weiter von meinem Zwilling. Eine Seite. Hier ist die zweite entstanden. Ich lasse das so ein bisschen transparent und betone dann nur diese Figur weiter. Und hier haben wir so eine Figur. Und dann auf andere Seite, die ist hier so ein bisschen bunter, hat ein bisschen mehr Haaren. Aber hier mache ich auch einen kleinen Körper daraus. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn Sie das zeichnen, entsteht was anderes. Das ist sehr Besonderes in dieser Technik. Das ist die Tusche, das ist diese Acrylfarbe, die macht mit. Ich würde sagen, so die Körperteile haben wir jetzt. Und jetzt zeichne ich für meine beide, das wären jetzt zwei Damen. Eine hat geheimnisvolle Hut, kann man das auch hier so vorzeichnen. Zack, die kriegt dann so Hut und sie kriegt einen Rock. Und das ist dann so gestoppt, okay, dann lasse ich das so. Und jetzt versuche ich dann einen Bogen zu machen. Schon wieder am Anfang nicht drücken, leicht und dann drücken.
so habe ich Eindruck. Und bei anderer Sache, hier ist das verkehrt, hier haben wir so diese Elemente schon da und das ziehen wir dann rein, dann machen wir bei dieser Frau auch Eindruck. Und hier hat sie auch so ein Hut, bisschen anderes, da können wir ein paar Linien noch ziehen und das ist dann verbinden. Und so sind unsere zwei geheimnisvolle Damen da. Und ich würde sagen, mir sind diese Striche noch ein bisschen zu dünn, das werden sie halt sehen, ob sie das dicker machen oder dünner, das könnte man alles noch dicker machen. Zack. Und jetzt ist unsere Zeichnung fertig. Sie sollten das Bild richtig gut trocken lassen. Und wenn das getrocknet ist, geht die Reise weiter. So, meine Lieben, dann, wenn es trocken ist, ist es wichtig, dass es wirklich trocken, dann können Sie mit der Hand gehen und es bleibt nichts, dann heißt das, Acrylfarbe, wenn es trocknet, könnte man die nicht verwischen. Deswegen für die Konturen ist das wichtig, dass wir Acrylfarbe nehmen und nicht Aquarellfarbe. Sie können auch Tusche nehmen, aber bitte Tusche, die wasserfest ist. Ja, weil, wenn Sie nicht wasserfeste Konturen nehmen, das könnte passieren, Sie gehen mit der Farbe und alles, ja, schwarze Farbe ist drin im Bild, könnte sogar eine negative Überraschung sein. So, ich habe für meine Zwillinge drei Farben ausgesucht. Zwilling ist das ein Luftzeichnen und die Glücksfarben sind alle blaue Töne. Hier habe ich einmal die würde ich die Farbe zeigen, die Farbpalette von der Farben. Das ist einmal die Kobaltblau. Das ist eine sehr zarte blaue Farbe. Und wie ihr seht, je mehr Wasser ich nehme, desto heller es wird. Je mehr Farbe, desto dunkler. Das ist bei allen Farben. So ist die Palette von Kobaltblau. Dann habe ich einmal Ultramarinblau. Das ist die Farbe viel intensiver. Die leuchtet auch mehr. Und bei Aquarellfarbe, wenn wir Wasser nehmen, dann wird die Farbe heller. Und wie ihr seht, die Farben sehen ähnlich aus, diese Farbe viel leuchtender. Und dann habe ich einmal Phthaloblau und dann haben wir hell, dunkel, noch dunkler. Und wenn wir das mit Wasser vermalen, diese blaue Farbe hat ganz andere Ton. Das ist so blau-blau, so wie der blaue Himmel, obwohl die Himmel ist ab und zu auch ultramarinblau ist. Insoweit Kobaltblau, Ultramarinblau, Phthaloblau. Bei Phthaloblau wollte ich euch noch zeigen, der hat richtig, wenn wir dann so gehen, richtig sehr dunklere Kontrast, weil wenn wir alle Farben so sehen, die sehen fast gleich aus. Deswegen, ich empfehle immer, dass sie so kleine Proben machen. Und wie viele Stellen will ich ausmalen? Da ist dann wieder eure Geschmack nachgefragt. Ich würde mit hellsten anfangen. In Aquarell gibt es immer Regel von hell zu dunkel. Ich würde die hellste Farbe nehmen und Rock von erste Zwillingfigur so einmalen mit dieser helleren Farbe. Farbe eintragen, Pinsel ein bisschen abtrocknen und dann verwischen. Und so entsteht dieser wunderbare Übergang. Hier oben wollte ich eine luftige Farbe machen, dass ich wirklich nur ganz minimal von Kobalt nehme, eine Linie ziehe und hier praktisch loslasse und dann nochmal mit Wasser vermale. Dann ist das hier so größere Rock entstanden und hier je mehr Wasser, desto heller die Farbe. Diese Seite gefällt mir, ist das fertig. Dann mache ich bei anderer Seite andere Rock ein bisschen dunkler. Dafür nehme ich Ultramarin, weil bei Zwillingen sagt man so, wir haben zwei Seiten. Wie gesagt, ich bin selber Zwilling, eine hellere, eine dunklere. Muss man beide akzeptieren und dann wieder Pinsel abwaschen und die Farbe dann so verteilen. Hier. So ein bisschen wollte ich nur, und ich wollte hier auch noch einen großen Bogen mit Aquarellfarbe malen. So, erstmal dünn anfangen und dann ein bisschen dicker festdrucken und dann wieder mit Wasser vermalen, damit die Farbe hier zum Beispiel will ich das so lassen und nach unten ein bisschen mehr vermalen. Luftzeichen, Element Luft, das ist dann so wolkige Röckchen und die Hute werde ich auch eher mit diesem Phthaloblau anmalen, das ist ein bisschen dunkler. Eine kriegt dunkleres Hut
und andere ein bisschen helleres. Vorne ein bisschen dunkel, dann wasche ich die Pinsel ab und ich gehe wirklich rüber auf die Farbe, dass wir, wie wir sehen, von hell zu dunkel haben wir tolle Farbübergänge. Und der andere mache ich ein bisschen heller, den gleichen Farbton und ein bisschen dunkel anfangen. Pinsel abwaschen, abtrocknen und Farbe rüberziehen. Und so, meine Lieben, ist eure handgefertigte Sternzeichen, ein Unikat, fertig. Hier sollte man das nochmal signieren. Danach für signieren nehmen wir wieder unsere Acrylfarbe, ein kleines Tropfen auf der Palette, kleine Pinsel, Nummer 1 nehme ich immer. Und hier denke ich mir, da würde ich das an diese Ecke oder hier unten das Ganze signieren. Sie können das auch gleich signieren, wenn Sie die Zeichnung machen oder halt ganz zum Schluss. So ist das fertig. Bis zum nächsten Mal. Eure Albina.